Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute bauen wir das Häuschen von Ernie und Bert. Ich glaube, du kennst sie noch aus Kindheitstagen oder sogar guckst sie noch. Auf Kika sind sie ja immer noch aktuell. Die beiden wollen jetzt in Minecraft auch endlich mal loslegen, mal was bauen. Aber bevor die natürlich jetzt einfach so starten können, wollen wir denen ein Häuschen schenken. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und fangen gleich mal an. So, für den Start holen wir uns dann erstmal ein bisschen gelben Beton raus, dann ist roter Beton dabei, grüner Beton, dann holen wir uns dunkle Prismarintreppen, davon nochmal die Stufen, ein bisschen gelbe Keramik begleitet uns auch, Endsteinziegelstufen, davon nochmal die Treppen und noch als Bonus gibt es die Schwarzeichenholzstufen. Für unser Häuschen geht es dann erstmal wie immer los mit dem Grundriss, da nehmen wir einmal unseren gelben Beton zur Hand und ziehen uns erstmal eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcken hier erstmal von unserer gelben Beton, dann nehmen wir einmal unseren roten Beton, einen hinsetzen, zwei freilassen, nochmal einen hin. Nehmt wieder gelben Beton, hier machen wir es ein bisschen kürzer und setzen statt 8 einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hin. Also ein bisschen kürzer als auf der anderen Seite. Dann gehen wir gleich nach hinten und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann hier 7. So, andere Seite ist genau synchron. Zack, ziehen wir es einmal hinten hin. Wir machen jetzt beim roten Beton einfach mal einen Vierer hier komplett einmal zu. Und dann auf der anderen Seite hier, zack, ziehen wir unseren gelben Beton auch nochmal so lang. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an, das Ganze hochzuziehen. Dann nehmen wir erstmal unseren gelben Beton. Hier setzen wir das Ganze auf 10 Blöcke hoch. Den untersten zählen wir mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, das können wir nicht nur auf der einen Seite machen, sondern auch die andere Seite bei unserem gelben Beton können wir auf die gleiche Höhe hier einmal langziehen. Soweit wir beide Seiten dann soweit hoch haben, können wir jetzt auf der innenliegenden Seite nur die letzte Reihe hier noch einmal miteinander verbinden. Unten lassen wir es frei, da ziehen wir noch das Mittelding hoch. Ansonsten können wir jetzt schon hier einmal das Ganze einmal zu einer Pyramide uns formen, dass wir hier auch gleich einmal das Dach aufsetzen. Und bei unserem Dach stellen wir uns gar nicht mal so doof an. Dann nehmen wir einfach mal unsere dunkle Prismarintreppen. Die können wir einfach ganz normal oben raufsetzen. Natürlich hier oben in der Mitte setzen wir unsere Stufe hin. Unser Dach setzen wir dann auf beiden Seiten auch komplett gleich einmal rauf. Aber wir wollen es ja nicht nur komplett hier einmal aufs Dach setzen, sondern auch gleich noch einmal überstehen lassen. Und wir lassen jetzt eigentlich nur zu außen einmal überstehen, denn einmal in der Mitte zum Haus, da lassen wir es eigentlich komplett glatt dran. Denn hier wollen wir ja später noch ein paar Schornsteine dazwischen basteln. Und daher machen wir nur die äußere Seite hier ein bisschen dicker oder ein bisschen überstehend. Ne? Und darunter setzen wir auch gleich nochmal so eine Treppenreihe lang. Und ihr wisst ja immer, was man auf der einen Seite macht, macht man nochmal hier komplett auf der anderen Seite. Wunderbar, dann ist das Dach schon mal einmal drauf. Kommen wir jetzt einmal zur Mitte von unserem Häuschen. Nehmt nochmal euren roten Beton und das wollen wir jetzt hochziehen auf eine Höhe von insgesamt 8 Blöcke. Den untersten ziehen wir mit, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schickele, so, dann können wir das zur anderen Seite hier Outline mal auf 8 Blöcke hochsetzen. Und was wir auf der Rückseite haben, zack, wollen wir nochmal auf der Vorderseite ein bisschen besser machen. Dann sagen wir, setzen wir auch gleich mal die Tür hier ein, so. Unsere Tür hat jetzt unten eine Höhe von 3 Blöcke. Und dann nehmen wir einfach mal unseren grünen Beton, den wir als Tür hier einfach mal verwenden. Und den grünen Beton nehmen wir nochmal einmal für oben. Denn hier wollen wir natürlich nochmal unser Dach aufsetzen. Und wir lassen jetzt das Ganze hier einen Block überstehen über unseren roten Beton. Und es schneidet den hinten perfekt bei unserem Häuschen hier ab. So. Und dann geht es gleich mal weiter mit den, mit den Fenstern. Und da fangen wir auf der besten auf der Vorderseite an. Machen wir erstmal die Mitte fertig. Da würde ich einfach mal sagen, lassen wir über der Tür so zwei Blöcke Platz. Und dann machen wir einfach hier so ein 2x2 Fenster mal rein. Und jetzt nehmen wir mal ein bisschen unsere Endsteinstufen und Treppen und formen uns hier einfach mal unser kleines Fenster. So, jetzt haben wir natürlich die Wahl der Qual. Welche Seite wollen wir machen? Die sind so ein bisschen unterschiedlich. Ernie und Bernd, die wohnen immer ein bisschen anders. Kommen wir erstmal zur linken Seite, würde ich sagen. Da lassen wir jetzt einfach auf der Seite zwei Blöcke Platz und dann schlagen wir hier so unser Fenster rein von einer Länge von 4. Andere Seite lassen wir auch mal zwei Blöcke Platz und machen das auf eine Dreierhöhe. So, da setzen wir einmal unsere Endstein-Ziegelstufen einmal nach vorne, dass wir hier auch später ein paar Blumentöpfe draufsetzen können und nehmen unsere Schwarzsteinstufen für oben einmal. So, weiter geht's denn, dass wir jetzt hier, würde ich mal sagen, ein 3x3 Fenster uns hier platzieren und gleich daneben einen Block Platz lassen und wieder so ein 2x2 Fenster. Da setzen wir jeweils immer unsere Endstein-Ziegelstufen unten hin und oben einfach die Schwarzsteinstufen. Die Schwarzeichenholzstufen. So, dann haben wir schon mal die eine Seite fertig, kommen wir gleich zur anderen Seite. Hier ein bisschen anderes Spiel. Wir fangen jetzt einfach mal außen an. Lassen wir da überall einen Block Platz, dann setzen wir hier mal so ein 3x3 Fenster hin. Schräg darüber machen wir gleich nochmal so eins. Das setzen wir einfach nur so um einen Block. Und setzen dann auch hier wieder unsere Steinstufen unten hin und die Holzstufen oben hin. Wunderbar, das sind die Fenster, die uns jetzt vorgegeben werden. Man könnte natürlich noch mal ein bisschen Bonus machen. Das heißt, ihr könnt euch die an der Seite platzieren, auf der Rückseite noch welche platzieren. Ist denn so Geschmackssache, wie ihr euch die setzen wollt.
Ich habe es hier schon einmal so ein bisschen gemacht mit meine Fenster. Nee, die wollen wir natürlich auch gleich verkleiden und so. Und dann kann man sich die immer noch überall verteilen. Ne, Seite, hinten. Muss man nicht machen. Kann man machen. Ne? So als Deko ist das nicht schlecht. So, aber ich gebe euch eigentlich hauptsächlich nur jetzt vor, was wir natürlich bauen müssen, was denn original passt. Von daher nehmen wir nochmal einen anderen Stein und zwar ein bisschen gelbe Keramik. So, das könnt ihr jetzt einfach mal willkürlich hier ein bisschen verteilen. Mal übertreibt das nicht unbedingt, macht immer hier so ein paar Knüppel hier einfach mal ein bisschen rein. So, immer schön hier einmal überall ein bisschen was hinsetzen. Das wird schon bei mir hier reichen. Andere Seite möchte ich auch noch ein bisschen was nehmen hier. So, gelbe Keramik hin, so ein paar Knüppel hauen wir hier rein. Kannst auch einfach stumpf hier in der Mitte noch ein bisschen was machen. Ja, da kann man sich so ein bisschen einfach austoben hier. Schick, das reicht mir hier schon völlig aus. Weiter geht's dann wieder mit neuen Blöcken. Denn nun wollen wir natürlich die Fenster noch fertig machen. Und da empfehle ich euch einfach ein bisschen grüne Wolle rauszuholen. Blauer Zement. Als Glasfarbe empfehle ich euch mal das Gelbe. Nehmt ruhig Blöcke und Glasscheiben davon. Dann holen wir so ein bisschen gelbe Wolle raus. Blumentöpfe sind heute dabei. Und Löwenzahn. Ihr könnt auch gerne jede andere Pflanze nehmen, die ihr euch da einfach mal eintöpfern wollt, ne? Kommen wir erstmal zum einfachen Teil. Nehmt eure Blumentöpfe, die platziert ihr hier einmal drauf, weil hier baut man ja später, sage ich mal, das Wohnzimmer ein, ne, von Ernie und Bernd, ne, wo sie ja immer rausgucken und gute Nacht wünschen. Ne, das kann man sich da einfach ganz leicht reinbasteln. Zeige ich nochmal, wie es denn aussieht, wenn es fertig ist. So, andernfalls können wir die Fenster alle verkleiden. Dann nehmen wir jetzt einmal ein bisschen grüne Wolle und ja, man kann auch gerne noch ein bisschen blauen Zement nehmen, um auch noch das Fenster zu verkleiden, ne? Anders sieht es jetzt hier in der Mitte aus. Hier sieht man auch ein bisschen Glas. Einfach ein paar Glasblöcke hinter und fertig. Hier auf der anderen Seite, komm, da machen wir auch nochmal einfach ein bisschen mit grüner Wolle das einfach mal zu. Und dann gibt es hier unten noch eine andere Variation. Und zwar haben die auch noch so offene Fenster, wo man, sag ich mal, halt auch das Fenster halt sieht und nicht nur die Gardinen. Da mache ich jetzt einfach ein bisschen gelbe Wolle hin. Und dazwischen setze ich mir einfach Glasscheiben hin. Und fertig ist das Fenster. Zum Abschluss fürs Häuschen holen wir uns noch ein paar Steinziegelmauern raus. Am besten noch ein paar Steinknöpfe. Davon nochmal die Stufen, ein Lagerfeuer begleitet uns und ein Spender. So, dann fliegen wir einmal in die Mitte hin. Dann nehmen wir gleich mal unsere Mauern und wir gucken jetzt einfach mal hier so, dass wir hier schön in der Mitte so ein bisschen so ein zweimal Mauern setzen. Das können ja so ein paar Schornsteine sein. Setzen da noch die Knöpfe rauf. Andere Seite genau das Gleichspiel. Mauerchen hin, Knöpfe rauf. Dann nehmen wir unsere Stufen und machen jetzt hier einfach so ein 2x3 Feld einfach mal hin. Nehmen wir unsere Spender und machen die jetzt einfach mal da so hin als Schornsteine. Und das reicht schon völlig aus als Deko oben in der Mitte für die Schornsteine. Ihr könnt die jetzt gerne so lassen oder ihr wollt die auch verwenden. Tja, dann nehmen wir noch ein Lagerfeuer. Setze ich mir mal hier unter. Mache ich mir meinen Spender mal so rauf, dass der natürlich nach oben guckt mit einem Loch. Und schon qualmt das Ganze. Könnt ihr beide machen, könnt ihr nur einen machen, was euch besser gefällt. Und bevor wir es vergessen, fehlt natürlich auch noch der Türknopf unten einmal. Nehmt ihr einfach auch nochmal den Steinknopf und fertig. Gut, ja, dann fehlt nur noch eine Sache. Und zwar, wenn wir es natürlich fertig bauen wollen, müssen wir es natürlich einmal einrichten, aber das ist nicht das Einzige. Meistens sagen wir ja, dass draußen halt noch so ein schöner wieder Rasen ist. Also man kann sich da ruhig überall ein paar Grasbüschel hinsetzen. Und dann kommen wir nochmal zu den Seiten. Es ist leider nicht vorgegeben, wie die halt wirklich aufgebaut sind. Von daher könnt ihr da freie Wahl machen, macht ihr große Fenster, kleine Fenster, wie ihr wollt. Ich habe halt das so beibehalten, wie es auf der Vorderseite ist. Ne, man kann halt welche machen, die offen sind. Ne, ich habe mir das dahinter natürlich nochmal verkleidet hier mit ein bisschen schwarzem Beton, ne, dass man da natürlich nicht reingucken kann. Aber ansonsten kann man sich natürlich welche machen, wo die offen sind mit den Gardinen, ne, oder halt geschlossene Gardinen. Man kann natürlich auch die ganz normale Fenster sich machen, ne, einfach nur mit Glas hin. Da würde ich euch einfach empfehlen, bleibt denn immer bei der gleichen Glasfarbe. Da habe ich jetzt einfach überall halt das gelbe Glas genommen, ne, wie man halt möchte. Wie gesagt, ihr könnt auch offene machen, ne, müsst ihr nicht alle zubauen. Ja, ansonsten halt ja auch ein paar Büsche und sowas ran, ne, so ein paar kleine Bäumchen, fertig. Ne, da müsst ihr euch nicht, sage ich mal, einen Arm ausreißen. Ne, da macht ihr einfach so ein bisschen Deko hin. Das reicht da schon immer völlig aus. Jo, dann gucken wir natürlich nochmal rein, wie die beiden hausen. Ich habe das natürlich jetzt nicht gemacht, dass man durch die Tür kommt, sondern wir klettern hier einfach mal, wie man so kennt, schön durchs Fenster rein. Und dann einfach vielleicht so ein bisschen gestalten. Ne, macht ihr eine Decke rein, vielleicht auch ein paar Lampen rein. Ein bisschen Deko in die Wand könnt ihr euch auch bauen. Ich habe das hier ein bisschen dicker gebaut, denn hier habe ich nochmal eine extra Wand einfach mal gezogen. Ja, Teppich rein, ne, so eine Tür als Deko kann man auch immer noch machen. Und das reicht schon völlig aus. Ne, so ein kleines, eine kleine Couch hier und fertig. Das wäre es dann auch wieder für diese Folge gewesen. Eddie und Bert, die können jetzt vorbeikommen, einziehen und freuen sich natürlich darauf, schon uns gute Nacht zu wünschen. Aber bevor es soweit ist, bedanke ich mich für immer fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!